So, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Europa Universalis 4. Ich bin Puck und wir sind Skandinavien. Wie man sehen kann, sieht man viel. Fast die ganze Welt sehen wir schon. Übrigens, bitte wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen tiefer atme. Ich habe immer noch irgendwie einen tief sitzenden Husten, der extremst störend ist. Aber gut, alles wird gut. Oder so. So. Dann wollen wir uns doch mal hier zum nächsten Ding quälen. Also, zum nächsten Ziel gucken wir mal. Oh, wir haben sogar schon zwei Armeen, fällt mir spontan auf. Das ist ja krass. Ich dachte, ich hätte eine schon komplett verbraten. Wie viel Geld haben wir? 16, das ist gut. Da kann ich doch glatt einen nicht holen. Gut, 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 gut. Was machen wir denn jetzt Dummes? Nachdem wir, wie ich gesehen habe, hier die Welt schon überrollt haben, also die Ostseewelt, machen wir doch mal erstmal hier weiter und fingieren auf Ust-Suljol, gucken wir mal kurz nach hier, was es mit der drohenden Katastrophe auf sich hat. Interne Konflikte, weil Revoltenrisiko so hoch. Ja gut, Überdehnung. Ich habe ja, glaube ich, mich gut bedient beim Gegner hier mit Bremen, Hannover und Stade. Haben wir uns ja richtig gut was weggeschnappt vom der Psch. Gucken wir mal kurz, wer überhaupt meine Alliierten sind. Ich muss zugeben, dieses Spiel habe ich jetzt schon relativ lange nicht mehr gespielt. Ich hatte ja die letzten Episoden am Stück aufgenommen, weil ich letzte Woche beschäftigt war. Gucken wir mal. Spanien kann mich leiden wie schlecht Wetter. Naja gut, im Krieg mit uns, logischerweise. Genua kann uns nicht leiden, auch Krieg mit uns. Ansonsten ist Ungarn und Böhmen unsere Alliierten. Und wir haben Staatsehen mit Tirol, nicht nur mit Österreich. Ja, Österreich. Österreich. So, was könnten wir jetzt denn Dummes anstellen? Ganz ehrlich, wir könnten jetzt still Füßchen nichts tun, aber das wäre nicht puckisch. Denn ein guter Puck ist immer beschäftigt und ist immer auf Reisen. Okay, und immer noch PU? Nein, nur verbündet mit Litauen. Das ist natürlich doof, das. Und die sehen mich als Rivalen, nicht? Ja, doof das. Ich muss mal kurz gucken, habe ich den auch als Rivalen gesettet? Achso, ich kann im Krieg hier keine Rivalen werden, sonst hätte ich das jetzt vielleicht gemacht. Mal gucken. Vielleicht noch Spanien als Rivalen setzen, einfach nur, dass er weg ist. Naja. Wie dem auch sei, ich habe nämlich einen sehr lebensmüden Plan entwickelt. Der Plan ist so simpel, wie er dumm ist, nämlich Kasan angreifen. Kasan ist zwar verbündet mit Osmanien und Timurid, aber ich muss mal kurz gucken, mit Osmanien und Jharkhand. Jharkhand mit Usbekistan, Delhi und Pomodar. Das heißt, mit ein bisschen Glück und Spucke kommen weder die Timuriden, die mindestens durch Usbekistan müssen, noch die Osmanen, die entweder durch Moldawien, Litauen müssten oder durch Zirkastien, glaube ich, das hier, Karakonju, Litauen oder durch Karakonju und Gatsimuk, Drecksname, müssten. Von daher könnte es wirklich sein, dass ich nur gegen die kasanische Armee antreten müsste. Und ich bin ganz ehrlich, das sollte überschaubar sein, oder? Gucken wir mal. Was verrät uns denn unser cleveres Limitchen? Da sind wir bei 58.000. Knapp 60. Und Kasan hat, boah, gar nicht mal so wenige. Nicht wenige, muss ich zugeben. Aber da ich ja die Overextension nicht fressen müsste, sondern Moskau, würde das wahrscheinlich machbar sein. Moskau hat da gar keinen Chor drauf, fällt mir spontan auf. Aber ab hier dann doch.
wird dann doch besser und vielleicht können sie noch endlich ihre Kolonisten losschicken. Na egal. Das heißt. Nur mal rein hypothetisch gucken, wenn ich den Krieg erklären würde, wer würde denn. Naja, im Moment wird wahrscheinlich gar keiner mitmachen wegen. Entschuldigung. Parallelkriegen. Also würde zu zwei Kriegen gerufen. Natürlich würde ich normalerweise Litauen als normalste Expansionsmöglichkeit der Welt sehen, aber da werde ich dann wahrscheinlich zum Trick greifen müssen, was weiß ich, wie Münster den Krieg erklären, damit Polen mitzieht und dann gleichzeitig auch bei Litauen einfallen. Gucken wir ansonsten nochmal hier kurz bei Militärtech, da bin ich bei 13, Litauen bei 15, Polen bei 16, Moskau bei 14, Kasan bei 13. Das ist nicht witzig. Was habe ich denn schon an militärischen Ideen abgeschlossen? Offensivideen abgeschlossen, das heißt ein bisschen Disziplin, bessere Anführer und ein Teil zumindest von den Quantität. Viel mehr kommt da nicht zu. Na egal. Der Weg ist das Ziel und der halbe Weg ist schon erreicht oder so. Irgendwie sowas war das. Stimmt, man kann ja mal kurz gucken, wer in der Koalition gegen mich ist. Hält sich ja noch stark in Grenzen hier, nur Friesland und Oldenburg. Aber ich denke mal, es ist bestimmt, weil ich den Koalitionskrieg ausgelöst habe, oder? Nö. Gucken wir mal die Bayern. Nö. Das heißt, die Koalition wird noch wachsen, wenn ich hier bestimmt anpause oder so. Niederlande, was hätte ich denn davon, wenn ich jetzt gegen die Niederlande kämpfe? Kein Kriegsgrund. England ist Verteidiger des protestantischen Glaubens. Na, klasse. Ja, die Niederlande, naja. Genau, dann kann man hier schon mal einen hinziehen, der die Beziehungen verbessert. Echt, ich fühle mich gerade nicht, als würde ich gefühlt sterben. Aber was kriegen wir alles hin? Irgendwie wird das alles so. Was als nächstes? Das ist jetzt eine Jude-Frage, nicht? Guter Rat ist teuer. Übrigens Serbien. Serbia strong. Genauso wie Siena. Ist ja krass. Hört mir jetzt erst auf. Na egal. Früher oder später werde ich wohl auch in Litauen expandieren müssen, auch wenn es mir nicht gefällt. Fangen wir schon mal an zu claimen. Yoshinoro Ashikaga. Jawohl, von mir aus sollen die doch machen, was da lustig sind. So, in Raunpur ist Bürgerkrieg, nicht, dass mich das jucken würde. Ist alles noch sehr, sehr ruhig, soweit ich das jetzt gerade spontan erkenne. Und das Interessanteste dürfte wohl noch hier abgehen mit den Franzosen, die hier einfach mal gerade die spanischen Truppen auflaufen lassen. Und das eiskalt. Ist das krass. Na ja, gut. Das Militärverhältnis ist ja annähernd ausgeglichen, nicht? So gesehen, ja gut, Portugal ist auch gerade erst gecallt worden, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, bei mir passiert gerade nichts da oben. Ich baue noch die Korps aus. Hamburg wird nicht fertig, so wie ich das sehe. Da gewinnen sie. Da brauchen sie mich nicht für. Das ist sehr schön. Ja, ich fühle mich gerade, als wenn ich wirklich sterbe. Egal. Staatsehe mit Polen. Haben wir noch Familienbündnis? Bünde hier. Prestige. Haben wir noch. Wir haben nicht mehr den Pelzhandel. Köln hat Österreich den Krieg erklärt. Jawohl! Jawohl!
Jetzt geht es los mit ganz großen Schritten. Krieg mit Österreich-Baden-Mailand, alliiert mit Mainz. Na ja, gut. Das fasse ich unter sportlich ambitioniert. Utrecht Dritte Republik bei, das ist auch mal schön. Urbinesischer Thronfolgekrieg. Also jetzt mal ganz ehrlich, dass sich jemand mal um. Wir entscheiden, was richtig ist. Mir ist mal gesagt, dass jemand den urbinesischen Thronfolgekrieg hier sich streiten würde, ist ja krass. Ich hätte eigentlich keinen Pfifferling drauf gesetzt, dass überhaupt jemand juckt. Besetzt durch Siena, ja, ist auch ganz besonders clever hier von den. Wo sind denn die chinesischen Truppen? Das waren nochmal 25 hier, oder? Wurden die alle aufgerieben? Oder war das nur so oberhauptmäßig so? 91, hier selten, dass das so hoch geht. Ist ja krass. So. Jawohl, jetzt räumen die Franzosen aber hier böse auf. Und das wäre in der Ofen nicht schon vorher aus gewesen, ist ja jetzt kalt. Ganz kalt. Quasi. Schon fast trocken. Aber versuchen wir doch mal unser Glück. Wer weiß, ob es nicht klappt. Vielleicht kann ich mich ja auch hier nach unten entlang arbeiten, quasi in Richtung Osmanien, wenn ich Kasan erobert habe. Mal sehen. Muss man dann spontan mal nach Tageslage beurteilen, dann kann ich vielleicht sogar Litauen alliieren. Würde mir auf jeden Fall helfen im nächsten Krieg. So, die Kernprovinzen sollten bald abgefrühstückt sein. Spanien hat Siena rausgekauft. Ja gut, die haben auch böse geblutet wahrscheinlich. Steiermark fordert unlawful territory zurück. Bremen. Nein! Nein, ich hab mich verklickt! Verdammte Scheibe! Ich wollte doch nicht Bremen zurückgeben. Ah, Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Richtiger Dreck. Mag mich Steiermark jetzt wenigstens? Nicht wirklich. Ohne Witz, dann sollten wir wenigstens jetzt die ganzen aggressiven Sachen verlieren, die kleinen. Wir fallen gerade nur Beleidigung ein, ich lasse es mal jetzt weg. Aber Spanien ist eigentlich noch gut da weggekommen. Sie haben nur Roussillon in dem Krieg verloren, glaube ich. Ja, hier unten auch noch irgendwelche Drecksprovinzen in Afrika, die kein Schwein jucken. Ja, wo wir dabei sind. So, dann kommen wir jetzt mal zum wichtigen Moment. Nämlich mal kurz gucken, dass wir hier den wechseln. Und dafür nehmen wir mal, sagen wir einfach mal spontan. Da ich noch genug in die Kasane erobern kann, ist mir die Machtprojektion da gerade unwichtig. Nehme ich mal die Spanier. So, das heißt, mit ein bisschen Glück und Spucke verliere ich dann auch hier die, naja, unzufriedenen Punkte, wie man es nennen will. Und dann nehmen sie vielleicht auch demnächst irgendwann mal die Rivalität raus, was sehr vorteilhaft wäre. So, ganz nebenbei, wenn ich natürlich dort einen Krieg erklären will, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, schon mal nach Moskow mit euch und euch schon mal nach Ustjuk. Ja, ich habe kein Vertrauen darin. Nehmen wir lieber Jaroslawl. Ist ein bisschen hochsteuriger, also besser für die, besser Truppenunterhalt. Ich habe protestantische Fanatiker.
Dabei habe ich doch nirgendwo. Ja, doch in Hamburg. Der macht keinen Fortschritt. So, dann wollen wir uns doch mal hier ranmachen von wegen Religion und so ein Spaß. Der kann runter. Na, ich kann nicht konvertieren. Dreck kann ich. Erlangt die religiöse Einheit. Ja, nee, ist klar, wenn ich nicht gerade. Nehmen wir es mal weg. Wenn ich nicht gerade jetzt humanitäre Ideen nehme, also Humanismus, würde ich da keine Chancen stehen. Mich kotzt immer noch an, dass ich Bremen abgegeben habe. Eine so schöne Hochsteuerprovinz. Irgendwie wird mir das gerade scheiße. Na egal. So. Ich könnte mir noch eine Idee freischalten. Neue Ideen. Neue Ideen sind immer gut grundsätzlich. Gucken wir mal kurz. So, damit haben wir Provinz Nummer 1. Norwegische Nationalisten. Auf den Shetland-Inseln. Die können mich mal. Habe ich schon erwähnt. Böhm ist mein Vasall. Jo, cool. Ich muss zugeben, damit hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. So, haben wir jetzt erstmal hier noch eine weitere Staatsehe geholt. Nehmen wir uns lieber hier die Militärtech-Kosten ein bisschen senken. So, gleich ist auch der Typ hier fertig, der Svante Skytte. Die Diplomatie, den werde ich jetzt erstmal noch nicht nehmen, weil ich mir die noch aufheben möchte, die Punkte für die für den nächsten Friedensschluss gegen Kasan. Der ist enorm wichtig, dass das ein großer Friedensschluss wird. So. Jetzt, wo wir schon mal so weit sind, können wir mal kurz gucken, ob die schon zur Staatsehe bereit werden. Nicht wirklich. Rivalitäre Haltung. Ihr könnt mich mal. Naja, ich bin auf jeden Fall nicht bei den Feinden dabei, also werde ich wohl demnächst doch mal rausfallen aus dem Ich hasse dich Modus. Gut, jetzt gucken wir mal kurz, ob die Grenzziehung immer noch so ist. Unter normalsten Umständen dürfte es jetzt eigentlich nicht klappen. Das heißt, wenn ich jetzt Kasan den Krieg erkläre. Nur rein hypothetisch kommen die Typen nicht zu mir rüber. Das Dumme ist, der Krieg ist weit, 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 weit weg. Polen macht mit, das ist gut. Frankreich und Niederlande ist der Krieg definitiv zu weit weg. Aber ich kriege auch keinen anderen mehr ran hier in der Gegend. Wen soll ich denn sonst noch fragen? Die Usbeken? Warum eigentlich nicht? Guck mal, was die Usbeken von mir halten. Welche Religion? Wie viel habe ich derzeit? 5, das ist jetzt nicht viel, was ich habe. 5 pro Runde, das ist jetzt echt nicht viel, aber. Bündnis mit Osmanischem Reich und Jharkhand. Anzahl der Großmachtverbündeten für Usbekistan. Dann halt nicht, da muss es so klappen. Also, probieren wir doch einfach einmal jetzt unseren Harakiri aus. Nämlich, ob das geklappt hat. Ob das klappt, werden wir sehen. Denn ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und los geht's, Jungs. Osmanen und Timuriden sind eingetreten, das ist doof. Aber ich hoffe, das ist quasi Krieg nur auf dem Papier. Und hoffe einfach mal. Mit ernster Miene und tiefem Vertrauen, dass es klappt. So, ansonsten, sehr schön. Wie werde ich meine Truppen zusammenhalten, dass wenn ich angegriffen werde. So. Und los geht's, Jungs.
Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich gewinnbar sein. Nach Rajan. So, da oben haben wir schon mal die erste Schlacht gewonnen von Fett Luga. Das heißt, wir können uns da jetzt aufmachen, Viatka zu besetzen. So, und jetzt auch der bessere General dabei. Also haut rein, Jungs. Ach, das tut gut. Also an sich geht es mir jetzt nicht gut, aber diese Art von Siegen, gewinnen tut gut. Gut, 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 gut. Wie viel habe ich jetzt derzeit an militärischen Fragen? Zwei von einem. Ich bin jetzt ja schon drüber. So ein Dreck. Ab nach Kasan. Hauptstadt belagern ist durchaus immer gut. Böhmen, Polen kommen schon so langsam. Das ist gut. Beleidigen wir mal hier die Wupp Engländer und holen uns dafür die Punkte, also die Machtprojektion. Ich bin mal gespannt, ob wirklich osmanische Truppen kommen zur Verteidigung. Ich bete einfach dafür, dass nicht. So. Meine Manpower wird wahrscheinlich in diesem Krieg einfach nur weggesogen. Richtet den Heiligen Stuhl wieder ein. Verbessert die Beziehung zu Litauen. Von 100. Na gut, die Chancen, dass ich jetzt Siena einhalten kann oder einschreiten kann, ist sehr gering. Aber auch das wird es nicht werden, weil Moskau wird ja Wjatka bekommen. Sehr schön, Wjatka erobert. So, bevor ich jetzt nach unten abziehe, kommt erstmal weiter. Die Hauptstadt Kasan dran. Denn von mir aus soll er auch mit seinen Truppen hier belagern, wie er lustig ist. Ich werde erstmal sein Reich hier zum Großteil zerpflücken. Und es wird mir eine diebische Freude sein. Usbekistans im Krieg mit Kasan. Sehr schön. Wo sind denn jetzt meine Truppenfreunde hier? Also die. Ich sehe gerade. Na klar, die Po, die können jetzt natürlich darüber vorrücken. Ist das klasse? Die Polen setzen die Osmanen unter Druck. Ich glaube nicht, dass das wirklich von Dauer ist, aber ich finde es witzig. Die grundsätzliche Idee gefällt mir. Von Tula verloren, wen juckt's? Jetzt mal ganz ehrlich, wen juckt's? So, jetzt kann ich auch die nächste Idee nehmen oder Militärtech. Nehmen wir mal die nächste Militärtech. Das könnte mir jetzt nämlich eher den Ausschlag bringen. So. Dorthin, genau. Aber die Moskowiter brauchen echt ewig. So, Vetluga, da muss ich dann gleich mal helfen. Nischni Nowgorod. So, stellen wir doch mal die Truppen der kasanischen Volksfront hier. Ich hoffe, dass das klappt und reicht und es klappt und es reicht. Steiermark hat hier eine Koalition gegen uns angeschlossen, na klasse. Jetzt mal ohne Witz, dass die Russen hier auch nichts in ihrem eigenen Gebiet klar machen können. So, haben wir doch schon mal wieder viel zurückerobert. Und los geht's.
Wie schaut es hier an der Front aus? Übergeben an Skandinavien schon, ja, klasse. Aber ich muss zugeben, die schlagen sich gerade echt mal tapfer hier und zerlegen die Osmanen hier richtig gehend. Hätte ich mal spontan so nicht vermutet. Die Osmanen haben bitter geblutet, die haben jetzt nicht mehr so richtig viel. Die Timuriden wären noch eine Gefahr, wenn sie wieder aufstehen könnten. Aber ich denke mal nicht, dass das passieren wird. So. Wie gesagt, der Krieg zieht jetzt schon die Manpower aus mir raus und das kotzt mich an, aber das Schöne ist, je mehr Provinzen ich ihm abnehme, umso weniger kann er sich auch vom Unterhalt her leisten. Also, ran ans Werk, Jungs. Ja, Mecklenburg konvertiert. So schön. Naja, nicht schön. Schön ist anders. Mit wem könnte man sich denn noch anfreunden? Naja, aus dem Reich brauche ich keinen. Die können mich nicht leiden wegen rivalitärer Haltung. Serbien bringt es auch nicht so prall. Ist das kotzig. Verbessern wir mal die Beziehung zu den Oiraten. Vielleicht haben wir da ja Glück, dass wir die mal alliieren können für einen späteren Krieg. Ohne Witz, das Bittere ist, die Manpower wird einem hier echt weggesogen, aber. Hallo? Habe ich dir nicht den Befehl gegeben, hier nach Wet-Suwa, wieder Suwa? Ja, gut, läuft. So, ich finde es auch spontan sehr witzig. Friesland haben wir verloren den Anspruch. So, von Weda Suwa gewonnen. Sehr schön. Nehmen wir jetzt mal hier. Zack. Und knüppeln wir die letzten kasanischen Truppen daraus. So, es läuft. Interne Konflikte. Nee, dann nehme ich erstmal lieber die Inflation. Ich kann mich nachher immer noch spontan anders entscheiden. Na, das wollte ich nicht. Komm. Armee auswählen und nach Pensa ziehen. So, eine Provinz werde ich noch erobern mit dem Typen und danach werde ich den großen Stack nach Moskau zurückziehen, damit ich nicht allzu viel Manpower verliere. Also ich möchte jetzt nicht komplett leer gesaugt werden, das wird schon noch kommen durch andere Truppen. So, die Osmanen sehen mal gar nicht so gut aus. Aber sie sind noch groß genug. Aber wenn Silistrien erstmal fällt oder hier Konstantinopel, geht das munter weiter. Uralische Patrioten in Udmurtien oder so. Ohne Witz, gehört verboten, sowas. Ich führe hier Krieg im Osten und die schließen sich einer Koalition gegen mich an. Ihr könnt mich alle mal, Jungs. So. Belagerung von Plovdiv haben wir auch verloren. Na klasse. Dafür von Pensa gewonnen. Jetzt gehen wir noch nach Lipezk. Das liegt auf dem Rückweg quasi dann nach Moskau. Und dann geht's weiter so. Ja, wie gesagt, jetzt müssen die erstmal, damit ist Konstantinopel gefallen. Und Stück für Stück wird jetzt hier auch noch die Reste zerlegt. Das gefällt mir echt, muss ich zugeben. So gefällt mir der Krieg. Gut. So, gucken wir doch mal, ob die Osmanen bereit wären jetzt schon für einen Frieden. Wären sie. Im Moment wäre es aber nur ein knapper Frieden.
Die Frage, soll ich mir hier unten eine Provinz nehmen oder nicht? Grübel, 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 Popübel. Byzantinisches Reich 100%. Nur für diese Provinzen. Wobei Konstantinopel wird damit auch freigelassen werden. Fände ich natürlich krass. Muss ich mal gucken. Ja, komm. Ein bisschen was möchte ich noch rausquetschen aus den Typen. So, gehen wir jetzt noch mal einmal eine Stufe höher. Nehmen hier noch ein bisschen was runter. Gut. Baschkortostan war mir wichtig. So reicht das wohl aus, die Armee? Naja, müsste. So, dann machen wir jetzt noch mal den Armeen hier den Garaus. Sehr schön, damit kann sich meine große Armee jetzt schon mal nach Moskau verziehen, wo sie eigentlich auch im Winter dann keinen großen Kriegszufriedenheit und vor allem auch nicht schon keinen Manpower-Verlust haben sollte. Jagt sie, verfolgt sie. Geht doch. Sehr schön. Jo, damit ist das jetzt schon so gut wie durch. Aber da sich die Polen jetzt ja alle abgezogen haben, kann ich nicht erwarten, dass die Front dort allzu lange hält. Gucken wir doch mal. Silistrien. Naja, würden sie nicht annehmen, sind sie ja kein Kriegsbeteiligter oder so ein Dreck. Da fehlt noch was und das würde wahrscheinlich noch eher sinken. Nehme ich denen also ein bisschen Geld ab. Und damit haben wir jetzt die Ossis raus. Auch wenn ich natürlich noch den Vertrag hier hätte kündigen können und so ein Dreck. Aber ganz ehrlich, die Ossis sind allgemein noch mein kleineres Übel. Hier aber gerade Usbekistan wird hier auch eiskalt vom Timuridenreich zerlegt. Das ist nicht witzig. Vor allem, wenn die dann hier durchkommen. François, der erste von Valois, ist gestorben. Wir bildeten eine Personalunion mit Frankreich. Sie haben uns. Polen hat. Schluck. Wir bilden eine Personalunion mit Frankreich. Jetzt mal ehrlich, wie krass ist das denn? Eroberung der Hauptstadt Île-de-France. Na gut, wenn es nur Polen ist, sollte das machbar sein. Gucken wir mal, was wir jetzt hier raushandeln können, schon, dass wir hier eventuell Frieden schließen können. So, erstmal schnell den Typen aus Böhmen abziehen. Gucken wir mal. Klasse, also naja, klasse halt. Dazu möchte ich noch Alatyr haben. Lipezk behalte ich mir vor als eigenen Kriegsgrund, wenn es hart auf hart kommt. So, naja, das ist schon mal eine halbwegs gute Ausgangslage. Jetzt muss ich nur noch die jeweiligen Claims auch verschieben. Ich würde gerne mehr fordern, aber ich denke auch für den ersten Friedensschluss geht das schon. Könnte besser sein, aber ja, man will nicht so sein. Das Wichtigste ist, dass die Moskauer da oben Zugriff bekommen auf die eine Region. So, haben wir das. Von 80, kann man noch eins drauflegen? Nee, passt genau.
Dürfte nichts auf mich gehen, alles sehr schön, also ran damit. Haben wir damit Moskau etwas vergrößert. Jetzt kann Moskau auch hier mit der Besiedlung des Ostens beginnen. Hoffe ich mal, dass es das tut, auch als Vasall. Mal gucken. Ansonsten kann ich damit jetzt eigentlich schon ganz gut leben. So, zieht die Truppen nach Jaroslawl. Und dann wollen wir jetzt doch mal hier schon offensiv den Feind angehen. So. Dann ziehen die Truppen auch schon mal darüber. Das wird jetzt nämlich ein bitterer Verlust werden für mich. Wobei, was bringt mir das? Also zieht jetzt lieber mal nach hier nach Jaroslawl. Ich wollte gerade sagen, da hat er jetzt bitter Unruhe, aber na gut. Der Stack dürfte jetzt ganz weit zurücklaufen, bis nach Stockholm oder so. Ja, sehr schön. Ohne Witz, warum können die denn bitte hier ihren Typen reinrufen in den Krieg? Das kotzt mich so an. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist auch, dass Moskau, Niederlande, Oldenburg. Warum sind die alle mit drinne? Warum ist Oldenburg mit drin? Na, ich werde mir jetzt nicht beschweren. Das Ding ist, seine Chancen nach Île-de-France zu kommen sind doch mehr als gering. Ich bin aber auch ganz echt, ich muss zugeben, relativ stark gegenüber dem Lehnsherrn. Ja, klasse. Wie soll man denn da bitte dagegen halten? Na egal. Die haben militärische Tech 16, ich 14. Naja, ich muss noch mindestens abwarten, bis ich 15 habe, sonst wird das nicht. Tut mir auch leid für die moskowitischen Truppen da, aber kann ich jetzt nichts gegen tun. Solange die ihre Truppen zusammenhalten, kann ich echt nichts tun. Zieht mal nach Holstein. Aber ganz ehrlich, solange er hier nur im Osten was erobert, wen juckt denn das? Kein Schwein im Odenwald. Entfernung der Grenzen, da kann man noch nachhelfen demnächst nicht. Also, ja, mal gucken. Das mit dem At War ist jetzt natürlich ein bitterer Malus. Aber mit wem soll ich mich jetzt bitte noch zusammentun? Das ist doch echt lächerlich lästig. Naja, Siena klingt für mich nach einer guten Idee. Von Rzeszów verloren, das ist doof. So, die ziehen jetzt sogar weiter, finde ich durchaus gut. Hinterlassen wir hier mal Scorched Earth. Wann kommt der hier an? 9. Juni. Wann sind wir weg? 6. Juni. Dann machen wir uns jetzt mal einen Spaß draus, hier Scorched Earth zu hinterlassen. Ignoriert sie einfach. In den russischen Provinzen geht das noch. Ist jetzt nicht schön, nicht nett, aber so kann ich den Vormarsch etwas verzögern. Ich hoffe jetzt nicht, dass er seine Truppen abzieht. Upp, das war jetzt nicht gewollt. Sekunde. Okay, er ist militärisch einfach überlegen. Und die Menge hat nicht ausgereicht. Na egal, ich habe zumindest viel Scorched Earth gelassen und habe ein Freiticket nach Hause bekommen. Was mir jetzt Sorgen macht, ist natürlich, dass hier Moskau den Revolten einfach so ausgesetzt ist, wenn ich Pech habe.
So. Ohne Witz, dass die französischen Truppen jetzt nicht zu Hilfe kommen können, ist natürlich das lästigste von allen. Aber das Ding an der ganzen Geschichte ist, ich gewinne, weil Île-de-France wird der Pole nicht erreichen. Dafür muss ich kein Hellseher sein. Greift er jetzt echt optimistisch in Mecklenburg-Vorpommern an? Ich dachte gerade schon. Das wäre echt mal optimistisch. So, ho, 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 ho. Optimieren wir mal in Richtung Mauritius Infanterie. Na klasse, ich habe jetzt nicht, dass der Gegner wirklich direkt schon angreift. Ich hatte die Hoffnung, dass er noch ein bisschen um mich herum scharwenzelt. Na gut, hole ich mir schon noch wieder die Schlacht. Also, das gewinne ich noch, da bin ich der festen Überzeugung. Schiffsbedarf handeln nicht länger, na klasse. Ich wollte gerade sagen, das wird bitter werden, aber im Endeffekt denke ich mal, dass das, wenn es hier auf Zeit geht, wir gewinnen, weil Île-de-France gehört uns. Das heißt, er kann zwar von uns erobern und naja, Stück für Stück müssen wir ihn zurückdrängen. Ah. Wie dem auch sei, nachdem wir jetzt solche Wendungen hatten, mache ich jetzt doch mal einen Break und bin mal gespannt, was ich zu sagen habe. Schreibt in die Comments oder auf im Ziff-Forum. Ich freue mich. Macht's gut. Bis denn.